trifft Gerald Schrick ein. Er hat ein Spielzeug dabei, das wahre Superkräfte entwickeln kann. Zack, Superkräfte am Ende. Sag mal, das ist ja ein unglaubliches Stück. Da habe ich ja schon so einen Spaß dran, da wäre ich jetzt schon ganz gerne Händler, ne? Wo kriegt man denn so weit her? Tja, da muss man lange suchen. Aber ja, das denke ich mir. Ich habe es gefunden auf der Veterama 2007. Veterama, einer der größten Oldtimer-Messen in Deutschland. Richtig. Genau. Kriegst du alles und alles und alles. Ja. Muss ja uralt sein. Komplett aus Blech mit dem schönen Werk drin. Oliver, das kostet ein Vermögen. Können wir gleich mal probieren, den Preis zu ermitteln? Müssten das ganze gute Stück vielleicht mal umdrehen? Ja, pass auf, wenn ich aber loslasse, läuft. Ja. So, genau. Da kennen wir dann leider, dass das doch nicht so alt ist, weil wir so ein kleines Plastikstückchen da haben. Ja. Und Plastik zu der Zeit, denke ich mal, 50er, 60er, natürlich schon, aber halt nicht für so Blechspielzeug. Da wurde ja dann wirklich nur Blech benutzt. Ja. Okay. Das deutet dann eher schon darauf hin, dass es so eine Art Deko ist. Ja. Und wenn wir dann natürlich den Superman sehen, der müsste ja dann eigentlich vielleicht auch aus Blech sein, aus zwei Teilen zusammengelötet. Stimmt, der ist aus Plastik. Ja, das ist aus Plastik. Mhm. Was hast du bezahlt dafür? 10 Euro vielleicht. Für 10 Euro? Ja, so. Ja gut, da hat er aber auf jeden Fall nichts verkehrt. Nee. Warum willst du das wegtun? Weißt du, das ist ja so hübsch, das Ding. Das ja, eigentlich ja, ne? Aber wir haben jetzt ein ähnliches Spielzeug, was auch solche schöne Musik macht, aber mehr für unser zukünftiges Kind gedacht ist. Und ach, du wirst Papa? Ja, ja, bald. Ach, sag mal, du hast die Haare schon relativ weit hinten, ganz jung bist du nicht mehr. Ein später Papa. Ja. Das sind ja meistens dann die glücklichsten Papas. Ja, wie genau. Alt bist du, darf ich fragen? Ich werde 50 im Dezember. Respekt. Ja, komm, Oliver, jetzt sag mal, was könnte denn wert sein? Weil auch so Dekostücke, jetzt fährt die Lok wieder, weiß ich, wusste. So, so eine Art Preis, der bei 80 Euro losgeht, ja. Mhm. Der dann vielleicht bis 120, 130 Euro hochgeht. Mhm. Und wenn sowas hergestellt wird, ist ja doch nicht, das machst du ja nicht mal eben selber. Das hat also schon jemand den Auftrag gegeben. Wahrscheinlich für ein Geschäft oder für eine Ausstellung. Und somit wird es davon sehr wenige geben. Und ich denke mal, so Superman-Verrückte, die alles sammeln dafür, die werden auch Vermögen dafür geben. Ja, auf jeden Fall. Für wie viel würdest du das weggeben? Ja, was kostet eine Wickelkommode? Eine Wickelkommode? Da kommt drauf an. Es gibt so einen schwedischen Möbelhersteller, da kriegst du die ab 60 Euro. Nee, ich hatte mal gesagt, so unter 100 Euro würde ich es eigentlich nicht hergeben wollen. Ne? Aber alles, was dann drüber ist, da kann man einfach drüber sprechen. Pass auf, hier habe ich sie für dich. Die Händlerkarte. Ja. Toi, toi, toi damit. Und wir sehen uns gleich, wenn du wieder rauskommst. Weil ich will wissen, was passiert ist. Wenn du mit Karton schon runterkommst, wird das komisch. Ja. Aber ich denke mal, du könntest ohne runterkommen. Geil. Ich lasse noch mal fahren. Komm. Ja. Hey, komm her. Jetzt ist ruhig. Er hat keine Superkräfte mehr. 120 Euro. Das ist schon mal eine nette Zahl, ja. Mit Schmerzen sage ich das. Aber du hast Schmerzen? Ja, das sind 120 Euro. Ich lege einen 20er drauf, ohne Schmerzen. Also ich würde dich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, circa 200 Euro ist das wert. Würdest du es dafür nehmen? Ist wert, habe ich gesagt. Nicht, dass ich es nehme, aber das ist wert. 150. 170. Also, die Zahl ist mir sympathischer. Ich weiß es. Weil ich die Sachen kenne, verstehen Sie? Mhm. Ja. Sie das? Sie haben es nicht wie 100 gekriegt. Ja, ja. Also, Sie 200 auch, ist letzter Preis. Sechst es? 220. Boah, das ist 32. Verkaufen Sie es überhaupt? 230. Sie sind raus? Mein Freund las es. Ich danke. Also, ich hätte. Es tut mir weh, aber. Ja, okay. Alles klar. Es ist ein gutes Teil. Ja. Ich wollte jetzt nur 250 sagen, aber. Ich habe ein Gesicht genommen. Es kostet noch mehr. Liegt aber eben. Das muss im Rahmen bleiben. Das muss im Rahmen bleiben. 230. Also, dann bedanke ich mich. Ja, ich danke auch. Das reicht ja für einen schönen Wickeltisch, auf jeden Fall. Ihr Geld, den du auch bei mir kaufen kannst. Ja. Also. Aus den 50ern, oder?
50er, du kannst ihn aus den 20er Jahren haben, kommst du bei mir. Komm mal, dann fangen wir auch mal an zu handeln. Gerne, auf jeden Fall, ja. Okay, super. Also vielen Dank. Danke fürs Kommen. War sehr schön. Vielen Dank. Dann wünsche ich viel Spaß damit. Okay, vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen.